Ahoi Kapitän und willkommen zu einer neuen Runde Let's Play World of Warships. Diesmal in der Lenin, dem russischen Schlachtschiff auf Tier 8, im Herrschaftsmodus gefahren. Hier ist die Lenin. An dieser Stelle nochmal einen herzlichen Dank an Black Omega für dieses schöne Schiff. Wer sich anschauen will, wie ich sie ausgestattet habe, bitte einfach auf die Pause-Taste klicken. Ja, das Besondere der Lenin, 3 Türme vorne. Kapitän 19er, auch hier bitte Pause-Taste, hat für mich das Wichtigste, was er braucht. Ja, wir haben ein CV-Match mit einem DD und sind Top-Tier. Wow, das ist ja mal was ganz Besonderes. Ein 8er Schlachtschiff, das mal Top-Tier sein darf. Tja, dann wollen wir doch mal schauen. So, wir sind jetzt hier aufgestellt und... Tja, die Frage ist... Was tun wir? Also, ich finde, man muss immer wieder sehen, dass man als Top-Tier anders spielt, anders spielen kann, als Low-Tier. Also wäre ich jetzt hier in einem 8er-10er-Gefecht, würde ich das, was ich jetzt hier plane, nicht tun. Denn gerade auch ein 10er-CV, der wäre mir einfach viel zu stark, um da jetzt ranzufahren, wo ich hinfahren will. Denn mein Plan ist es, hier einfach quasi geradeaus an diese Insel zu fahren. Ich werde mal so ein bisschen eindrehen erstmal und werde schauen, dass ich ein bisschen näher rankomme. Aber da meine Verbündeten ja auch zum Teil zumindest jetzt hier zu C fahren, also alleine würde ich es natürlich auch nicht tun, dann würde ich mich jetzt noch umentscheiden. Aber da ein ganzer Teil doch auch zu C fährt, macht das durchaus Sinn. Apropos Sinn, ja, also was unser CV jetzt hier macht, macht nicht wirklich Sinn. Der will da in Luftkampf gegen Flieger, die gar nicht da sind. Man erkennt das ja an diesem grünen Kreis, der jetzt da um seine Flieger herum ist. Also das ist ein bisschen merkwürdig. Aber gut. Also, ich würde definitiv hier... als 8er im 10er-Match mich nicht an diese Insel stellen, weil ich glaube, dass da die Schlagkraft des Gegners zu groß wäre. Aber in einem 6er-Match gegen einen 8er-Flugzeugträger, das, ja, würde ich mal ausprobieren. So, B wird gekappt. Unser Chapai scheint es überhaupt nicht zu interessieren. Das ist jetzt irgendwie auch ein bisschen irritierend. Warum stelle ich mich hinter eine Insel... Sehe, B wird gekappt und nutzt dann mein Radar nicht. Naja. So, kümmern wir uns um uns selbst. Baltimore. Okay, dann wollen wir mal gucken. Schön auf die Breitseite. Und ich denke mal, der wird da hinter die Insel rennen. Und ein Durchschlag. 1310. Naja. Man hört es im Hintergrund. Die Chapayev scheint da kräftig gegen die Insel zu schießen. Okay. Nehmen wir das mal so hin. Dass die Saipan mich jetzt hier anfliegt, nehme ich auch einfach mal so hin. Da werde ich auch noch keinen Flieger starten. So. Wirf ab. Ja, und die Baltimore steckt mich hier in Brand. Edinburgh. So, weit genug vorhalten. Und man sieht schon die drei Türme hier. Also wenn man nicht mehr oder weniger komplett Breitseite zeigt, gehen immer nur zwei raus. Jo, aber das kann auch mal reichen. Da gab es mal einen auf die Zita bei der Edinburgh. So, und jetzt habe ich eigentlich so meine Position erreicht. Ich muss natürlich jetzt immer auf die Minimap achten und gucken, wo ist der DD. Wenn der jetzt hier vor mir rauskommt, habe ich natürlich auch ein Problem. Nochmal gucken. Ich werde jetzt erstmal hier ein bisschen vorsichtig sein. Wie gesagt, immer ein Blick auf die Minimap, auf die Chapaya verlasse ich mich nicht. So, Bayern, 17 Kilometer und der mit der Baltimore steht da schön hinter der Insel, schießt und ich kann nicht zurückschießen. Das ist ein bisschen doof. Ah, da ist die Kagero auf der Minimap, okay. Also, das ist sehr gut, der fährt zu A. Dann kann ich hier einfach ein bisschen offensiver agieren und jetzt werde ich auch mal einen Flieger starten, um die Flieger da anzugreifen. Jetzt werde ich auch auf die Bayern mal zurückschießen. Ich wollte einfach noch ein bisschen was in den Kanonen haben für den Fall, dass hier vorne die Karriere aufgegangen wäre, aber ist ja nicht.
So, die Baltimore ist jetzt auch mal auf. Dann werde ich noch mal ein bisschen mehr Breitseite zeigen. Also den dritten Turm sozusagen mit ins Verdienen bringen, hoffentlich. Mal gucken, ob ich da rüber komme. Ja, komme ich rüber. 4.300, okay. So, aber natürlich werde ich jetzt hier nicht so weiter breitseitig fahren. Auch so eine Bayern kann einem schon ein bisschen wehtun. Also, Nose in auf die Bayern zu. Und jetzt ist der nächste Plan, B-Cappen und verteidigen. C haben wir ja leider noch nicht. A haben wir. Aber da ist jetzt der Kampf der DEDs angesagt. Also das wird auch eng, dies zu halten, denke ich mal. Und jetzt haben wir unsere Z23 verloren. Ja, nun wird es natürlich ganz schwierig. Ein DD im Spiel und naja. Wow. Auf die Bayern nicht einen Treffer. So, einmal hochheilen und jetzt. Ah, nee, Edinburgh verschwindet. Aber die Baltimore ist da. Und wenn ich jetzt hier noch ein Stückchen weiter nach vorne fahre, jetzt kann er mich nicht sehen. Die Bayern kann mich nicht mehr spotten. Der weiß nicht, wo ich bin. Und der CV fliegt jetzt auch woanders hin. Ah, der ist da schon immer die ganze Zeit vorwärts und rückwärts gefahren. Vielleicht erwische ich ihn im Rückwärtsfahren. Ne, fährt vorwärts. Müssen wir einfach mal hier ein bisschen genauer hingucken. So, da ist er. Doch, da ist er doch schon wieder. Guck mal, wunderbar. Wasserlinie anhalten. Mittelschiff. Wurm, zwei Zitas, vernichtender Schlag. Und raus ist die Baltimore. So. Und jetzt haben wir hier alle Zeit der Welt. Drei Zielen. Ja, ich denke mal, das wird von dieser Armada der Inselhocker da hinten kommen. Also, eindrehen. Und natürlich haben wir jetzt die Möglichkeit, von hier aus ein bisschen mehr Druck zu machen, als unsere Verbündeten, die direkt an A stehen. Weil für uns stehen sie jetzt im Zweifelsfalle breitseitig. So. Die Bayern, der steht hier auch hinter der Insel, den ignoriere ich mal. Unsere Bismarck fährt hier mit rein. Das ist natürlich perfekt. Oh, und die Nelson steht da so, dass sie den dritten Turm nutzen kann. Das ist für die Nelson meistens ein bisschen zu breit. Mal gucken, wie die. Ja, ANG sagt nein, keine Zitadelle, aber trotzdem 11.500. Konnte ich mir nicht verkneifen. Natürlich wird er das jetzt hier zurücksetzen mit dem Captain. Jo. Aber das musste ich einfach ausprobieren. So. Und nun können wir hier an dieser Insel einfach mal ein bisschen vorbeiziehen und vielleicht ihm nochmal einen mit auf den Weg geben. So. Ist ja gleich. Oh, da kommt die Hipper raus. Ja, dann nehmen wir uns jetzt natürlich mal die Hipper. So. Ach, da haben sie jetzt die Bismarck getroffen und haben das wieder zurückgesetzt. Eine Sekunde davor. Naja. 1310. So, jetzt bin ich hier verborgen. Der mit der Nelson. Ja, natürlich. Eine Kugel geht durch und trifft mich noch. Na gut, egal. Ist jetzt nicht weiter wild. So. Einmal kurz abklatschen mit der Bismarck. Na, komme ich jetzt hier an der Insel vorbei? Müsste. Oh, genau, hängen geblieben. Naja, gut, okay. Kann mich wenigstens keiner sehen und wir erobern. Jo, und Eroberung unterstützt. Auch sehr schön. Gucken wir doch mal nach oben und stellen fest, wir haben Schlachtschiff und unseren Zerstörer verloren. Die anderen haben zwei Schlachtschiffe und einen Kreuzer verloren. Wir sind hinten. Tja, weil wir die ganze Zeit kein Cap hatten. Aber jetzt haben wir ja. So, dann werden wir das jetzt von dieser Seite aus mal ein bisschen offensiver wieder angehen. Na, Ismail, 18 Kilometer. Nee, ich nehme lieber die Hipper, der ist 10 Kilometer dran. Bin jetzt schon entdeckt. So, einmal raus auf die Hipper. Und jetzt geht hier, ja, 7000. Aber das ist gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist hier vor mir der Nebel. Jetzt weiß ich auch, warum ich eben schon so früh gespottet worden bin. Der DD ist hier. Oh. Tja, die Frage ist, wie kriege ich das jetzt geregelt? Also mich hier hinstellen und einfach torpen lassen, möchte ich eigentlich ungern. Ich werde da mal hinpingen, vielleicht kümmert sich unser CV mal darum, aber ich habe dann wenig Hoffnung, muss ich gestehen.
Okay, also, dann gibt es jetzt nochmal einen für die Hipper in der Drehung. Und Stichwort Drehung, es kommen ja noch keine Torps, also jetzt muss ich sehen, dass ich einfach das Schiff einmal komplett drehe. Auch wenn ich dann den Schlachtschiffen einmal ein bisschen mehr Breitseite zeigen muss. Ja, vielleicht doch nochmal hier von der Seite auf die Nelson. Aber ich muss sehen, dass ich da auf gar keinen Fall diese Torps fresse, denn dann ist es mehr oder weniger schnell vorbei. So, also. Ja, das ging doch schon mal ganz gut. Ja, da kommen sie auch schon. So, drehen. Komm, Lenin, dreh dich. Ah, und die Atago mischt sich da auch mit ein. Und die Türpisch mischt sich mit ein. Und die Nelson schießt auch. So, und du gibst gleich wieder Gas, oder? Oh, Ismael ist raus. Da, so, da kommen die nächsten Torps. Ich drehe hier weiter. Dann gehen die nämlich auch vorbei. So habe ich mir das gewünscht. Und jetzt fahre ich natürlich erstmal von dieser Kagero weg. Lade aber schon HE. Also für den Fall, dass ich den nochmal sehe, möchte ich dem natürlich auch nochmal einen kleinen Gruß da lassen. Da ist die Kagero. So, komm, Baltimore. Du bist jetzt hier, um. Nein, jetzt. Die Baltimore schießt auf die Nelson statt auf die Kagero. Dann werden wir den mal als Ziel ansagen. So, mein Lieber. Und jetzt. Na, wo willst du hin? Wohin drehst du? Na, wohin drehst du? Na komm, raus damit. So, und. Nee, alles dran vorbei. Oh Mann, das gibt's doch gar nicht. Naja. ANG war mit ihm. Egal. So, HE ist noch einmal drin. Aber ich will hier nicht zum HE schießenden Schlachtschiff mutieren. Gerade als Top-Tier nicht. Ich fahre keine Nelson, ich fahre eine Lenin. Also, ja, muss ich da auf die Hipper nochmal? Muss ich? Nee, da kommt was. Nee, Hipper ist raus. Sehr gut. Ja, jetzt sieht es auch sehr gut aus. Wir haben die beiden verloren und die anderen haben inzwischen schon sechs verloren. So, einmal noch hier über die Nelson. Oh, und der Tago kommt näher. Okay. So. Oh, und unsere Atago ist hier auch. Sieht mir aber eher aus wie eine ARP Takao. Von der Tarnung her. Spielt keine Rolle. Ich schaue nochmal, dass ich der Nelson einen kleinen Gruß schicke. Diesmal mit AP. Gegen die Sonne finde ich echt schwer einzuschätzen, schwer zu sehen. Aber gut, mal gucken. 4-3. So, nehmen wir hin. Atago. Tja, wenn du so stehst und ich so stehe, wirst du deine Torps bei mir nicht los. Auf die Schlachtschiffe angewinkelt und mal auf die Atago einen rauslassen. Mal gucken, was da so geht von vorne. 10.717, ja, das nehme ich doch. Also auf dem Achterkreuzer von vorne drauf, 11.000 knapp. So, jetzt ist unsere Bismarck raus. Tja, aber die Atago ist auch raus. Dann kann ich jetzt ja hier mal gegen Nelson und Tirpitz ein bisschen fahren. So, mal gucken, was denn auf die Nelson von vorne so drauf geht. Ah, da kommt es von der Tirpitz. Joa, das sind auch knapp 10.000. Auch gut. So, jetzt haben wir alle drei Caps. Und hier an der Seite geht schon wieder der Nebel auf. Da neben der Nelson. Links neben der Nelson. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Oh, eine breitseits fahrende Tirpitz gefällt mir natürlich da schon besser. Also werde ich mal der Tirpitz einen mitgeben. Wow! Unser Graf Zeppelin hat die Nelson mal eben schnell rausgenommen. Ja, so geht's halt. So, 8,5 auf die Tirpitz, auch gut. So, aber ich fahre jetzt erstmal nur rückwärts. Oh, da ist die Kagero. Weil ich dem einfach anzeigen wollte: hey, pass auf, ich fahre rückwärts. Wenn der Torps loswerden will, dass er die dann in die falsche Richtung schickt. Aber er schickt sie sowieso woanders hin. Aber jetzt habe ich auch gleich nachgeladen und dann gibt es natürlich einen auf die Kagero.
Ich schieße auch auf die Ds, wenn sie aufgehen. So, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Oh, komm, 2600 und die Bayern holt sich die mit der Secondary. Naja, gut, okay. Wäre ja schön gewesen, wenn ich den jetzt noch rausgehustet hätte, aber na gut, egal. Dann fahren wir halt mal ein bisschen an die Tirpitz ran, aber nicht zu nah ran. Oh, Charles Martel hat gemerkt, er war eine Idee zu nah dran, würde ich sagen. Tirpitz hat ihn rausgenommen. Aber, nee, also 6 Kilometer und dann kann die Tirpitz die Torps abschmeißen und deswegen, nee, da fahre ich nicht zu nah ran. So, Flieger starten, oh, da gibt es den Unterstützer. Und die Saipan, dass der mich natürlich jetzt anfliegt, ist klar, ich bin das nächstgelegene Ziel für ihn. Das macht keinen Sinn, dass er irgendwen anders noch mit anfliegt. Damit muss ich dann leben und damit kann ich auch leben. So, ein bisschen anwinkeln auf die Tirpitz und jetzt können wir einfach mal ein bisschen mehr, hat ja gerade geschossen, auch mal ein bisschen mehr breit zeigen, um den dritten Turm mit ins Spiel zu bringen und dann aber auch gleich wieder zurückdrehen. So, Tirpitz, nochmal 5-6, naja gut. Immer oben in die Aufbauten, aus dem Winkel würde das unten auf den Rumpf wahrscheinlich alles abprallen, denn der dreht auch immer wieder zurück. Also kriegt das in die Aufbauten. So, das war seine Salve, das brachte gar nichts. Dann drehen wir uns mal wieder. So, können erstmal die vorderen beiden was tun. Und dann kann ich immer noch, ne, brauche ich gar nicht. Tirpitz ist raus. So, und dann habe ich den letzten Turm hinten noch für die Saipan. Oh, der fängt dann an rückwärts zu laufen. Und genau, der ist genau an der Grenze. Genau an der Grenze. Naja, gute Kerl. So, dann flieg mich mal ruhig an. Interessiert mich gar nicht. Interessiert mich doch gar nicht. So, nochmal ein Durchschlag. 1300 und da kommen seine Torps. Aber da ist das Spiel auch schon zu Ende. 139.918 Schaden bei 58 Zieltreffern. Zwei Flugzeuge haben wir abgeschossen, ein Ausfall erzeugt, zwei Schiffe zerstört, dreimal die Zitadelle getroffen, eine Eroberung unterstützt und ein Schiff haben wir aufgeklärt. Dafür gab es dann den Unterstützer und den vernichtenden Schlag. Ja, das war der auf die Baltimore, als der eben wieder hinter seiner Insel rückwärts fuhr. Ich glaube, das hat ganz gut gezeigt, was die Lenin so austeilen kann, gerade als Haitier. Und ja, 2264 auf Platz 1 zeigt auch, dass das durchaus sehenswert ist. Und jetzt wollen wir mal gucken. Also Baltimore versenkt, Tirpitz versenkt, Nelson 33.000, Hippert 20.000, Edinburgh 15.000 und Otago 10.000. Selber potenziellen Schaden haben wir 1,4 Millionen bekommen. Gefecht hat ein bisschen was über 16 Minuten gedauert und 50 Kilometer sind wir knapp gefahren. Ja, Beschädigung von Verbündeten, einmal rammen und dann gibt es 48 Punkte. Damit kann ich gut leben, dann ist das eben so. Also, wenn dir das gefallen hat, was du jetzt hier von der Lenin gesehen hast, gib dem Video doch einen Daumen hoch, abonniere den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Kannst auch sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben, was du so von der Lenin hältst, wenn du sie hast oder wenn du sie auch als Gegner mal hast. Schau auch gerne mal auf Twitch rein, wenn ich online bin. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal.